Also Sepp, du weißt genau, was wir gesagt haben. Morgen sind wir Audi AC. Sagen wir mal. Du hast doch morgen dieses Sicherheitstraining. Ja. Ja, du weißt genau, so wie du rumfährst, Vogelwild. Also morgen Sicherheitstraining. Und wir haben ausgemacht, dass wir heute üben. Gell? Gescheit üben. So, erste Disziplin, würde ich sagen, machen wir Slalom fahren. Gell? Ganz einfach, nur Slalom fahren. Ich habe dir die Hürden aufgestellt. Gell? Die sind so. Du fährst ganz ruhig, einfach Slalom durch die Hürden durch. Nicht anfahren, ganz ruhig durchfahren. Ruhig. Hast du das verstanden? Ruhig, ja, ruhig. Gell? Ruhig. Also, du steigst jetzt ein und fährst ganz schön Slalom durch. Also. Ist gut, du hast ja jetzt Hürdel erwischt. Nochmal, das machen wir jetzt gleich nochmal. Zwischen die Hürdel und nicht jetzt Hürdel umfahren. Nochmal, also jetzt soll ich einen Schluck nehmen, einfach, dass ich. Nein, keinen Schluck mehr! Du fährst jetzt da durch und zwar gescheit, ohne Bier! Sepp, warte mal. Also, das haut nicht hin, das wäre nichts. Wir machen das jetzt anders. Pass auf. Ich ändere den Parcours jetzt für dich und dann machen wir das Ganze nochmal. Also Sepp, muss sagen, war top jetzt. War ehrlich gut, die letzte super. Nächste Übung. Jetzt geht's darum, du sagst, ich hab da hinten ein Hindernis aufgebaut. Siehst du das? Hindernis? Ja. Das sind ja Hütte, sind das. Hüt. Ja, das ist halt jetzt ein Hindernis. Du hast ja mal ein bisschen Vorstellungs. Also, Hindernis. Das ist zum Bremsen für dich. Bremsen üben. Gell? Du fährst jetzt wieder hinten an deinen Startpunkt und dann fährst du langsam auf die Hürde zu. Langsam. Mit Gefühl jetzt. Ja. Gell? Mit Gefühl. Fingerspitzengefühl. Ja, unbedingt. Fingerspitzen. Also, langsam hin. Du musst so bremsen, dass du genau bei die Hürdel stehen bleibst. Ja. Also Stoßstand genau bei die Hürdel. Ja. Gell? Mit Gefühl. Aufpassen. Ja. Nicht zu weit weg und nicht. Also Gefühl. Soll ich noch einen Schluck? Nein, keinen Schluck. Ja. Ah, mit Gefühl, oder? Mit Gefühl. Sepp, das merkst du doch selber, oder? Was ist denn da mit Gefühl? Null Gefühl! Ich hab gesagt, direkt stehen bleiben, du bist ja. Nochmal.
okay, oder? War und fast jetzt. Hä? Jetzt hast du fast, oder? Ich weiß nicht, Sepp. Viel zu langsam. Schau dir mal das an, das ist ja ein bisschen Gas gemuscht. Schon ist denn das so schwierig. Ha? Jetzt noch mal. Ja, war okay. Können wir Geld lassen, weißt schon. Gut, Sepp. Also, nächste Übung. Du siehst, ich hab dir da ein Viereck aufgebaut. Gell? Siehst du das da schön? Ein Viereck? Ja. Du fährst jetzt mit rückwärts. Also rückwärts. Rückwärts? Mhm. Genau. Fährst rückwärts her und bleibst in dem Viereck stehen. Irgendwo in dem Viereck. Genau also, in dem Viereck. Ja, das geht nicht genau. Wo im Viereck? Irgendwo im Viereck stehen bleiben. Mhm. Gell? Aber aufbauen, rückwärts. Mhm. Gell? Und mit Gefühl. Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl, ja. Aufpassen. Ja. Ist das klar so? Ja, klar, klar. Okay, im Viereck stehen bleiben. Ja. Gut. Soll ich noch. Nein, keinen Schluck mehr! Ja, Sepp, ja, super, passt. Einwandfrei. Machen wir uns eine halbe auf.